In mehreren Auslandsvertretungen in den australischen Städten Canberra und Melbourne sind verdächtige Paketsendungen eingegangen. Laut Medienberichten wurden mehr als ein Dutzend verdächtige Päckchen gemeldet, darunter in den Vertretungen von Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und den USA. Die Lage ist laut den Behörden unter Kontrolle, eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Unbestätigten Berichten zufolge enthielten einige der Päckchen Beutel mit der Aufschrift Asbest, einer krebserregenden Bausubstanz. Die australische Polizei untersucht die Vorfälle zurzeit.